Wir sind hier zusammen im Namen Gottes des Vaters, der unser Herz und unsere geheimsten Wünsche kennt. Im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der unser Heiland und Retter sein will. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns Kraft, Mut und Beharrlichkeit gibt, Gott treu zu bleiben. Amen. Der Wochenspruch kommt von dem Propheten Jeremia. Gott hat ihn ausersehen, Unrecht anzuprangern und Unheil für das Volk Israel und seinen König anzukündigen. Geschunden und aufgerieben hatte er sich für Gott. Ein scharfer Wind von Spott, Widerspruch und Gleichgültigkeit blies ihn von seinen Gegnern ins Gesicht und in sein Herz. Sein Rufen ist ein Flehen, dass Gott ihm zur Seite stehen möge, seinen schwierigen Auftrag zu erfüllen. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Mit diesen Worten können sich alle an Gott wenden, die sich verloren vorkommen, ausgeliefert und ausgezehrt, die Gott vertrauen und Hilfe von ihm erwarten. Heile du mich, Herr, hilf du mir, so ist mir geholfen. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie und euch herzlich zu diesem Gottesdienst am 19. Sonntag nach Trinitatis. Besonders begrüßen möchte ich heute auch noch den Posaunenchor, der diesen Gottesdienst musikalisch für uns und mit uns gestaltet. Der Wochenspruch, liebe Gemeinde, hat unser Empfinden schon geweckt. Heilung an Leib und Seele ist das zentrale Anliegen. Wir hören in Psalm 32 von Schuld, die zu Gottes Ferne führt, von der Krankheit des Königs Hiskia und eines Kranken in Jerusalem. Das Lied von Paul Gerhardt, »Ich singe dir mit Herz und Mund«, begleitet uns im ersten Teil durch den Gottesdienst. Einen Meister der Fröhlichkeit in Kummer und Traurigkeit, so möchte ich Paul Gerhardt nennen. Während des Dreißigjährigen Krieges blieb ihm nichts erspart. Kummer, Sorgen und Elend klopften täglich an seine Tür. Viele seiner Kinder starben, auch seine Frau viel zu früh. Und dennoch behielt er seinen Glaubensmut. Insofern ist er ein Experte, wie Leib und Seele gesunden können. Mögen seine Worte auch uns inspirieren. Es ist so, dass wir die Lieder hier angeschlagen haben und da habe ich nochmal kleine Tafeln gemacht für die Strophen, weil wir manche Strophen auch überspringen müssen wegen des Posaunenchors. 324, die Strophen 1, 2, 6 und 7.
Lasst uns beten. Ohnmächtig und fassungslos erleben wir, Gott, diese Tage von Krieg und Gewalt. Und viele sehen die politischen Entwicklungen in unserem Land mit großer Sorge. Was sind wir vor den anderen? Und was sind wir, Gott, vor dir? Du kennst uns, du schaust in unser Herz. Unsere geheimsten Wünsche sind dir nicht verborgen. Sehnsucht nach Heilung, aber auch Abgründe können sich auftun. Scheitern, Versagen und Verzagen. Alles dürfen wir vor dir bekennen. Wenn wir dir vertrauen, wirst du dich um die Risse, Narben, Wunden in unserem Leben kümmern. Heile uns und gib uns Kraft. Amen. Wir hören gleich die Psalmlesung, Psalm 32. Freude über die Vergebung der Schuld. Ein Gedicht Davids. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und bei Nacht. Sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du hast mir alles vergeben. Deshalb soll jeder, der dir die Treue hält, zu dir beten, wenn er in Not gerät. Wenn sie ihn dann bedrängt wie eine Flut, wird sie ihn nicht verschlingen können. Bei dir finde ich Schutz. Du hältst die Not von mir fern und lässt mich jubeln über meine Rettung. Vom Lied 324 singen wir jetzt die Strophen 10 bis 12. Wir hören nun die Schriftlesung aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 38, die Verse 9 bis 20. Das ist Hiskias Gebet. Amen.
Als König Hiskia von seiner Krankheit genesen war, schrieb er folgendes Gebet nieder. Ich sagte in meiner Not, jetzt im allerbesten Alter stehe ich am Tor der Totenwelt und darf mein Leben nicht zu Ende leben. Hier in der Welt der Lebenden darf ich den Herrn nicht länger sehen. Dort, wo alles zu Ende ist, erblicke ich keinen Menschen mehr. Das Haus, in dem ich lebe, wird abgebrochen und weggetragen wie ein Hirtenzelt. Wie ein Weber, der sein Tuch einrollt, so habe ich mein Leben ausgewebt. Nun wird es vom Webstuhl abgeschnitten. Tag und Nacht fühle ich mein Ende nahen. Morgens bin ich wie zerschlagen und denke, er zermalmt meine Knochen wie ein Löwe. Ja, Tag und Nacht fühle ich mein Ende nahen. Wie eine Schwalbe piepst meine Stimme. Mein Klagen tönt wie das Gurren der Taube. Mit müden Augen starre ich zum Himmel. Ich kann nicht mehr. Herr, tritt du für mich ein. Doch was richte ich mit den Worten bei ihm aus? Er hat getan, was er mir angekündigt hat. In bitterem Leid verbringe ich meine Jahre und schleppe mich Schritt für Schritt dahin. Ach, Herr, erhalte mich am Leben. Mein bitterer Schmerz hat sich in Glück verwandelt. In herzlicher Liebe hast du mich umfangen und mein Leben vor dem Grab bewahrt. Denn alle meine Schuld hast du genommen und sie weit hinter dich geworfen. Dort unten bei den Toten preist dich niemand. Wer tot ist, dankt dir nicht mit Liedern. Wer schon ins Grab gesunken ist, hofft nicht mehr auf deine Treue. Allein die Lebenden danken dir, so wie ich dir heute danke. Die Väter sagen es ihren Kindern, auf dich ist Verlass. Der Herr ließ sich erbitten und half mir. Darum lass du uns singen und ihn preisen vor seinem Tempel, solange wir leben. Amen. Wir singen jetzt die Verse 13 und 14 aus dem bereits begonnenen Lied 324. Liebe Gemeinde, in den Texten, die für den heutigen Sonntag vorgesehen sind, haben wir viel Trauriges gehört. Wie dem Psalmbeter seine Schuld krank gemacht hat, wie er Gottes Hand drückend auf sich spürte. Doch wie befreiend es für ihn war, als er Gott alles Verkehrte in seinem Leben bekannte. Da rettete ihn Gott. Und ebenso erging es dem König Hiskia. Er wurde schlimm krank, fühlte sich zerschlagen und sah dem Tod ins Gesicht. Er bat Gott, dass er sein Leben erhalten möge. Gott erhörte ihn. Er wurde wieder gesund.
Grund genug für ihn zu sagen, auf Gott ist Verlass. Er verwandelt Schmerz in Glück. Auch in unserem heutigen Predigttext steht die Heilung eines Kranken im Vordergrund. Wir wollen den Predigttext im Rollenspiel hören, tauchen nun ein in die Umgebung von Jerusalem. Wir hören den Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit 5 offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen. Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedern. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Jesus sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dies geschah, war ein Sabbat. Einige von den führenden Männern sagten deshalb zu dem Geheilten: Heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen. Er antwortete: Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir: Nimm deine Matte und geh. Da fragten sie ihn: Wer ist es, der dir so etwas befohlen hat? Aber er konnte keine Auskunft darüber geben, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus ihn im Tempel und sagte: Hör zu, du bist jetzt gesund. Tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer ergehen. Der Geheilte ging fort und berichtete den führenden Männern, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Da begannen sie, Jesus zu verfolgen, weil er an einem Sabbat geheilt hatte. Liebe Gemeinde, da passiert sehr viel, auf engem Raum und in kurzer Zeit. Wo vorher Stillstand war, eine Enttäuschung nach der anderen, weil er es wieder nicht geschafft hatte, als Erster den Teich zu betreten und in dem sich bewegenden Wasser seine Heilung zu finden. Da waren einfach zu viele, die auch gesund werden wollten. Da war mindestens einer zu viel, der schneller war oder Hilfe hatte, um ins rettende Bethesda-Wasser zu kommen. 38 Jahre, schon dieser Frust. Sehr viel Lebenserwartung hatte er nicht mehr vor sich. Er wusste, dass er einfach keine Chance hatte. Zu oft war er schon enttäuscht und zurückgesetzt worden. Und jetzt betrat ein junger Mann die Hallen. Der sah nicht krank oder behindert aus, im Gegenteil, der hatte es auf ihn abgesehen. Willst du wieder gesund werden? Was für eine überflüssige Frage, na klar, sonst läge er doch nicht hier, hier bei dem heilenden Wasser. Dass aber seine heilende Kraft
nicht vorhersehbar entfaltete, sondern plötzlich, spontan, einfach so, wenn es in Bewegung geriet. Wer dann als Erster im Teich war, verließ den Teich als Geheilter. So war das. Wer schnell genug war oder Hilfe hatte, der hatte Glück. Er hatte immer Pech. Und darum lag er da immer noch, 38 Jahre lang. Merkwürdig, dass dies so genau er zählt wird. Willst du gesund werden? Auf diese direkte Frage ist der Kranke nicht vorbereitet. Und er antwortet Jesus mit seiner Beschreibung des Elends. Herr, ich habe keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Es ist, als ob sich Jesus in den Kummer und in die Perspektivlosigkeit dieses kranken Mannes hineinversetzen kann. Und darum verlangt er von ihm keine bessere Antwort, sondern erteilt ihm direkt den dreifachen Befehl. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Steh auf, also verlass den Platz, der dich hindert, das Leben, dein Leben in vollen Zügen zu genießen. Nimm deine Matte, also nimm dein Leben selbst in die Hand und warte nicht auf den Helfer, der doch nicht kommt. Und geh, also zeig es dir und beweis es auch allen anderen. Du bist wieder gesund. Beweg dich, werde aktiv, nimm wieder teil am Leben, zaudere jetzt nicht, mach mit, geh. Und wirklich, diese Worte sind kein Trick. Sie haben heilende Kraft, wie das Wasser. Worte, die den Kranken in Bewegung versetzen. Steh auf. Ja, das klappt. In den Füßen, in den Beinen ist die Kraft. Nimm deine Matte. Ja, klapp dieses Kapitel deiner Lebensgeschichte zu. Trau dir zu. Du brauchst sie nicht mehr. Geh. Ja, tu das, worauf du dich schon so lange gefreut hast. Jetzt ist dein Augenblick gekommen. Du bist an der Reihe. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Ja, er hat das einzig Richtige in dieser unerwarteten Begegnung getan. Er hat gehorcht. Ohne Widerworte. Sein Gehorsam hat sich gelohnt. Endlich wieder gesund. Hier hätte die Geschichte zu Ende sein können. Doch leider hat sie noch ein Nachspiel. Das war wie eine rote Ampel überfahren. Ein übles Nachspiel. Was Worte doch anrichten können. Heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen. Die Aufpasser und Besserwisser können ihre Klappe nicht halten. Anstatt sich mitzufreuen, dass dieser Kranke es endlich geschafft hat, wieder gesund zu werden, haben sie nichts als Tadel auf ihren Lippen. Die Matte tragen. Was für eine Provokation. Die Matte tragen, eine verbotene Arbeit am heiligen Sabbat. Das ist ihnen nicht verborgen geblieben. 38 Jahre konnten sie sein Leid nicht sehen. 38 Jahre konnten sie seine Sehnsucht nicht spüren. Keine Hilfe am Teich, aber jetzt diese Schelte. Heute ist Sabbat, da darfst du deine Matte nicht tragen. Wie gut, dass er sich das Maul nicht stopfen lässt, sondern erzählt, dass er nur auf Befehl so gehandelt hat.
Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir: Nimm deine Matte und geh. Nun auch noch die zweite Provokation. Er wehrt sich, er stellt klar, das Mattetragen war nicht meine Erfindung. Der Mann, der mich geheilt hat, hat mir das so gesagt. Und damit stehen sich sozusagen zwei Autoritäten gegenüber. Die vermeintlichen, die als die Führer des Volkes ihren persönlichen Führungsanspruch geltend machten, und dieser Dahergelaufene, der die gute, althergebrachte Ordnung durcheinander bringt, indem er Anordnungen trifft, die nicht erlaubt sind. Und natürlich bohren die Tüftler nach. Wer ist es, der dir so etwas befohlen hat? Aber er konnte keine Auskunft darüber geben, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Der Kranke hatte kein Problem damit, die ungewöhnlichen Befehle in die Tat umzusetzen. Es interessierte ihn auch nicht, wer dahinter steckte und wie der hieß und was er für einen Ruf hatte und ob er das alles überhaupt so sagen und veranlassen durfte. Er spürte die besondere Autorität und den einmaligen Augenblick. Mehr brauchte er nicht. Das genügte ihm. Doch für Jesus war es auch noch nicht ganz vorbei. Wir hören, später traf Jesus ihn im Tempel und sagte: Hör zu, du bist jetzt gesund. Tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer ergehen. Also das neue Leben in neuer, ungewohnter Freiheit, das alle nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Das ist eine einmalige, wunderbare Gabe, die mit einer Aufgabe verbunden ist. Tu nichts Unrechtes mehr. Im Klartext: Wisse deinen Schatz zu schätzen. Wie du mir Gehorsam geleistet hast, so leiste nun auch Gott Gehorsam. Diese Botschaft ist offenbar bei dem ehemals Kranken angekommen. Der Geheilte ging fort und berichtete den führenden Männern, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Nun kann er ihnen die geforderte, noch ausstehende Antwort liefern. Und weil sie dem ehemals Kranken nichts anhaben können, schmieden sie nun ihre eigenen Rachepläne. Da begannen sie, Jesus zu verfolgen, weil er an einem Sabbat geheilt hatte. Sie haben nicht begriffen, dass Gott in den 10 Geboten den Sabbat zum Heil für die Menschen eingesetzt und aufgegeben hat. Engstirnig, fundamentalistisch halten sie an ihren Überzeugungen fest. Und es gibt auch nur ihre einzig wahre Interpretation. Wer dies anders sieht und sich anders verhält, der verstößt gegen das Gesetz. Und so etwas zieht Strafe und Verfolgung nach sich. So wird aus einer guten Tat in den Augen der Führenden eine Straftat. Schade. Dabei hatte alles so gut und so erfolgreich angefangen. Was nehmen wir mit? Zuerst die Erkenntnis: Jesus steht auf der Seite der Verachteten. Er solidarisiert sich mit denen, die auf verlorenem Posten stehen. Er sieht an ihrem Elend nicht vorbei, sondern wendet ihr Leben. Er gibt ihrem Leben eine neue, lebendige Richtung. So können sie wieder teilhaben am Leben, freudig das Fest mitfeiern. Als zweites die Erkenntnis: Jesu Worte erfordern ungehorsamen Gehorsam. Er setzt eigene Maßstäbe für gut und richtig,
für Gott gewollt. Das kann zu Spannungen führen. Das kann die bekannten Ordnungen auf den Kopf stellen. Als drittes die Erkenntnis: Jesu Worte erfordern Vertrauen. Dieses bedingungslose Tun, was er sagt. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Für so einen ungehorsamen Gehorsam gibt es keinen tosenden Beifall. Darum haben es solche Worte in unserer applausgewöhnten und verwöhnten Welt schwer. Und viele schauen ja darauf, womit und wie sie den Beifall auf sich ziehen können. Jesus fordert von uns anderes: dienendes Vertrauen. Für jede und für jeden von uns kann das Heilwerden etwas anderes bedeuten. Doch dürfen wir mit dem Kranken von Bethesda den Mut und die Zuversicht haben, dass Jesu Worte in übertragener Weise nicht nur sonntags, auch in unsere eigene Lebenssituation gesprochen sind. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Amen. Wir singen nun das Lied »Mir ist Erbarmung widerfahren« im Gesangbuch die Nummer 355, die Stufen 1, 3 bis 5. Thank you.
der Gemeinde ist bekannt zu geben. Die Kollekte vom 8. Oktober 2023 für die Arbeit der Frauenarbeitgebergemeinschaft im Synodalverband betrug 67,95 Euro. Im Klingelbeutel kamen 33,97 Euro zusammen. Die Kollekte in diesem Gottesdienst ist bestimmt für die Ökumene und Auslandsarbeit, internationales Musik- und Kulturprojekt. Musik und Gesang bringt Menschen zusammen. Im gemeinsamen Musizieren und Singen liegt eine heilsame und versöhnende Kraft. Songs und Lieder werden zur Hoffnungsbotschaft, indem Kinder und Erwachsene aus ganz unterschiedlichen Kontexten ihre Lebens- und Glaubensgeschichten weitergeben und einander zum Segen werden. Ein internationales Musik- und Kulturprojekt vernetzt Musiker, Musikerinnen und Künstler, Künstlerinnen mit Gemeinden und Gruppen, um die Suche nach Gerechtigkeit für die Welt von morgen zum Klingen zu bringen. Ziel ist es unter anderem, mit der Gestaltung und Verbreitung eines mehrsprachigen digitalen Liederbuches die Stimmen von Menschen in Gemeinden, Chören, Ensembles und Bands weltweit und an ihren jeweiligen Orten zu verbinden. Herzlichen Dank für alle Gaben. Allen, die in dieser Woche Geburtstag haben, gratulieren wir herzlich und wünschen Gottes Segen. Das angekündigte Seminar über sexualisierte Gewalt findet am 14. November 2023 im Gemeindehaus am Markt der Reformierten Kirche in Nordhorn statt. Das Seminar beginnt um 17 Uhr und wird circa 4 Stunden Aufmerksamkeit erfordern. An eine kleine Pause mit einem Imbiss ist natürlich auch gedacht. Es können noch Interessierte dazukommen. Bitte im Büro oder bei Heiko Konja anmelden. Der nächste Helfertag findet am Samstag, den 21. Oktober 2023, ab 9 Uhr statt. Wer Lust und Zeit hat, darf sich gerne in vorbereitete Listen im Turm eintragen. Aufgrund der Pfarrwahl am 12. November 2023 liegen aktuell zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros und zu den sonntäglichen Gottesdiensten die aktuellen Wählerlisten im Gemeindebüro oder der Kirche aus. Somit steht jedem wahlberechtigten Gemeindemitglied die Einsicht in der Wählerliste zu. Sollten Sie sich in der Liste nicht finden können, melden Sie sich bitte bis zum 15. Oktober 2023 im Gemeindebüro oder beim Kirchenrat. Es besteht zudem auch die Möglichkeit, an der Wahl per Briefwahl teilzunehmen. Bitte melden Sie sich auch hier im Gemeindebüro oder beim Kirchenrat. Alle regelmäßigen Termine entnehmen Sie bitte dem Gemeindebrief. Am Sonntag, 22. Oktober 2023, findet um 10 Uhr der Gottesdienst hier in der katholischen St. Marienkirche statt. Die Predigt hält Pastor in Ruhestand Heinz-Hermann Nordhold. Im Anschluss an den Gottesdienst ist der Büchertisch im Gemeindehaus geöffnet. Hier können Kalender, Losungen, Bücher, Karten und kleine Geschenke erworben werden. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir für deine Geduld, die du mit uns hast. Wenn unsere Gedanken nur noch um uns selber kreisen und wir für die Not unserer Mitmenschen keinen Blick haben. Wenn in unserem Innern Wünsche und Begehrlichkeiten reifen, die anderen Schaden und Leid zufügen. Mach unser Herz rein und fülle es mit Gedanken und Wollen, das dir gefällt und unserem Nächsten nützt. Du lässt uns nicht los. Gerade darin erfahren wir deine Güte, Gnade und Barmherzigkeit.
Darum hilf die Menschen, die angesichts der Kriege Angst haben, die das Vertrauen in das Gute verloren haben. Hilf und mach uns stark, dass wir die große Not in der Welt lindern und dass wir uns für Frieden und Gerechtigkeit und Freiheit für alle Menschen überall auf der Welt einsetzen. Lindere die Schmerzen der Verwundeten und der Kranken. Gib den Sterbenden Geborgenheit. Lass die Mächtigen dieser Welt erkennen, wie wichtig Mäßigung ist und dass sie allen Menschen Würde und Freiheit gewähren müssen. Bewahre die Verschleppten und alle, die als Geiseln eine ungewisse Zukunft haben. Ach, gütiger Gott, sieh unser Elend und den Machtrausch der Mächtigen dieser Welt, die wie ein Erdbeben unsere Weltgemeinschaft erschüttern. Sammle die vielen Tränen in deinen Krug. Sei bei den Kindern und Jugendlichen bei uns auf der ganzen Welt und führe sie auf ihrem Weg in eine hoffentlich gute Zukunft. Gemeinsam beten wir. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch ein gemeinsames Lied singen aus dem blauen Liederheft. Da wohnt ein Sehnen, Lied Nummer 6, die Strophen 1 und 3 und 4. Thank you.
Wir wollen nun den Segen Gottes empfangen und dazu aufstehen, soweit es uns möglich ist. Unser Gott, der du uns Leben verheißt, segne und behüte uns. Gott sei mit uns auf dem Weg und trage uns in deiner Liebe, besonders dort, wo unsere Schritte schwerer werden. Gott, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns zugeneigt, denn deine Zuneigung gibt uns das Leben. Gott, wende dein Angesicht uns zu und schenke uns Frieden. Gott, lege deinen Geist auf uns und wir sind gesegnet. Amen.